nun der Wirtschaftssprecher der FPÖ, Axel Kassecker. Bezüglich des Entschließungsantrags der NEOS zum Thema Lohnnebenkosten, aber das entwickelt sich hier zu einer grundsätzlichen Generaldebatte, was im Grunde ja nicht schlecht ist. Und ich wäre auch in diesem Sinne jetzt ein paar Worte an das Hohe Haus richten. Es ist immer die Rede von Lohnnebenkostensenkungen. Das ist gut. Es ist auch unbestritten, bitte, dass hohe Lohnnebenkosten international in einer globalisierten Welt einen Wettbewerbsnachteil darstellen. Es ist mit keinem einzigen Wort bisher erwähnt worden, wie sozusagen, dass die Lohnnebenkostensenkung erst der zweite Schritt sein muss. Der erste Schritt, Kollege Peter Hauben hat es in einem Nebensatz angesprochen, ist ja der, dass wir ausgabenseitig uns einmal die Freiräume schaffen müssen. Der Herr Finanzminister war noch vor einigen Monaten derjenige, der gesagt hat, wir haben ein Ausgabenproblem, von dem ist jetzt heute nichts mehr zu hören. Ich habe mir das Programm, das neue Wirtschaftsprogramm, sozusagen das New Deal, genau angeschaut. Das ist von Marketing-Gesichtspunkten her gesehen durchaus eine gelungene Angelegenheit, aber da sind wieder weitere Ausgaben. Das ist sozusagen weitere Zuckerl, die man verteilt. Man vergisst völlig, dass wir ausgabenseitig sozusagen mittlerweile Werte haben, die uns um die Ohren fliegen. Wir haben, ich freue mich ja nicht, aber ich bin schon sehr gespannt auf die Zahlen des Budgets dann im Jahr 2016. Also dieses ganz massive Ausgabenproblem haben wir in keinster Weise im Griff. Das müssen wir aber in den Griff bekommen. Das ist nämlich ein strukturelles Problem. Und zu den strukturellen Problemen, die wirklichen Probleme sind, natürlich sind die Lohnnebenkosten auch ein Problem, ist jetzt nichts zu sehen für mich im Rahmen des sogenannten New Deal. Es ist nichts zu sehen. Im Gegenteil, und das bestätigen auch die Wortmeldungen meiner Vorredner, was ich hier sehe, und Kollege Stolz wird mir da wahrscheinlich zustimmen, ist das Verharren in Besitzständen, das Verteidigen von Besitzständen. Das Verteidigen des Kammernstaates, der vom Modell her seine guten Dienste geleistet hat, allerdings im 20. Jahrhundert. Wir befinden uns seit 16 Jahren im 21. Jahrhundert. Das Verharren in Strukturen und Besitzständen. Der gesamte Bereich des Förderungsunwesens, mit keinem Wort im New Deal erwähnt. Wir wissen, wir sind Förderungsweltmeister. Das ist aber leider eine Disziplin, wo wir nicht Förderungsweltmeister sein wollen. Nichts von dem. Transparenzdatenbank, es wird als großartiges Ergebnis angekündigt oder festgestellt vom Herrn Finanzminister, dass es nun endlich gelungen sei, zumindest in den Bereichen Energie und Umwelt Meldungen von den Ländern zu bekommen. Und wir sind jetzt erstmalig in der Lage, sozusagen zu beurteilen, inwieweit diese Förderungen auch die Wirkungen erzielen, für die wir sie gedacht haben. Da frage ich mich, was ist denn in den letzten 40 Jahren in diesem Bereich geschehen? Also die Transparenzdatenbank, ein ganz elementares Steuerungsinstrument der Wirtschaftspolitik in der Republik, wird nach wie vor boykottiert und ist nach wie vor in einem rudimentären Zustand, in einem völlig unzufriedenstellenden Zustand. Wir haben weiterhin die Doppelspiegelung des Landes, derer, die diese Besitzstände, ich spreche natürlich von SPÖ und ÖVP, zu bewahren, versuchen. Das geht runter bis in die kleinsten Sportvereine. Wir haben nach wie vor einen äußerst ineffizienten Föderalismus im Gegensatz zur Schweiz. Das kostet alles Milliarden. Ich bin auch schon sehr gespannt, inwieweit jetzt da Verbesserungsmöglichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches, und ich wünsche hier Ihnen, Herr Finanzminister, wirklich alles Gute in den Verhandlungen mit den Landeshauptleuten vor allem. Aber Faktum ist, dass wir diese großen Probleme nicht gelöst haben und auch im Rahmen dieses sogenannten New Deal nicht angehen. Da habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen von den riesigen Problemen, die uns im Rahmen der Europäischen Union sozusagen noch bevorstehen. Erstens durch den Euro, die Währungsunion, den europäischen Stabilitätsmechanismus. Ich weise immer wieder darauf hin, wir haben hier Haftungsrisiken in Milliardenhöhe, zwar für 20 Milliarden unterschrieben. Ich bin auch der Meinung, dass das Ankaufprogramm von Draghi in seiner Intensität, da reden wir von 1.000 Milliarden Euro, ein Gefahren- und Risikopotenzial in sich birgt, das ja
de facto unkalkulierbar ist. Und wir haben selbstverständlich auch die Migrationsströme nicht im Griff. Und das muss auch gesagt werden. Das sind natürlich auch Milliardenbeträge. Und nachdem ich nur das ausgeben kann, was ich einnehme, ist es eine Frage der Ressourcenallokation und eine Frage, wofür sind wir bereit, Geld auszugeben, für diese Dinge oder für andere Dinge. Wir werden eher bereit, Geld für Bildung, für unsere Kinder, für Zukunftsinvestitionen auszugeben. Danke. Argumentiert Axel Kasek, der Wirtschaftssprecher der FPÖ, als nächster Redner.